Willkommen, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer Runde unterhaltsamer Blood Bowl Action. Es gab schon lange nichts mehr, seit ich nur noch in einer Liga aktiv bin, mit einem Spiel pro Woche. Anstatt in zwei gibt's weniger Blood Bowl, das tut mir leid für euch. Auf der anderen Seite ist es für meine geistige Gesundheit auf jeden Fall so besser. In dieser Runde sehen wir den krassen Code, seine Knuckles Blood Bowler. Das ist das Team der Nörgler gegen das Team von Legatus, den Ionitus mit den Dunkelelfen. Die Dunkelelfen sind schon eher das kompetitivere Team, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich muss zugeben, ich weiß gerade nicht, wer ist eigentlich der krasse Coach. Der krasse Coach ist It's Games Up. Alles klar. Ich habe es gerade nachgesehen. Und ohne das Ergebnis vorwegzunehmen, springen wir einfach mal in die Partie, die bestimmt interessant werden wird. Allein schon, da wir mindestens ein Team dabei haben, das beweglich ist. Was sehr schön ist, vor allem im Vergleich zu meinem Kakrobus, die sie nicht so sonderlich beweglich sind. Ja, warum sage ich denn eigentlich immer, dass die Dunkelelf so ein bewegliches Team ist, wenn sie viel zu großen Teil 0 Beweglichkeit 6 haben mit ein paar 7ern? Naja, 7er sind gut, das ist schon mal klar, aber auf der anderen Seite haben sie ja eben auch Geschicklichkeit 2 und Beweglichkeit ist ja nicht nur in der Lage zu sein, viele Felder zu gehen, sondern auch sich am Gegner vorbeizuschlängeln und aus gegnerischen Tackle-Zonen herauszukommen. Und darüber verfügen die Dunkelelfen nun mal sehr, sehr gut. Und da sie auch viel Dodge haben oder jedenfalls viel mit Dodge gelevelt werden, werden sie dann nur noch beweglicher, was das angeht. Wir sehen von den Teamwerten drei Rerolls bei Legatus und... Oh, wir sehen... Okay, wir sehen ein Igor für die... Oh meine Güte, das heißt, das Chaos-Team, das Nörgel-Team ist fast nichts wert im Vergleich zu dem, was Legatus hier in den Kampf bringt. Denn er hat haufenweise Inducements, Budweiser Babes, eine Bribe und ein Igor. Oh meine Güte. Alles klar. Alles klar, und damit geht schon der erste... der erste Chaos-Spieler tot zu Boden, das ist schon ungünstig, aber das war sogar ein 5 Erfahrungspunkte Rotter, tragisch, aber es gibt definitiv wichtigere Spieler. Oh, Foul Appearance hat sich für die Chaos-Brut hier sehr gelohnt, das heißt, sie ist jetzt in der Lage, die gesamten 1, 2, 3, 4 Elfen zu halten und niemand kommt ran. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und nützlich für die Elfen. Nicht für die Elfen, sondern für die Nörgler. Auch wenn sie nicht in der Lage sind, viel zu blocken und die Chaosbrut, da müssen sie jetzt schon aufpassen, könnte dann im nächsten Zug immer noch überwältigt werden. So viele Dunkelelfen, wie um sie herumstehen. Das heißt, okay, ein Pass vermutlich für ein Level-Up. Der wird bestimmt nicht gerollt, oder? Nee. Naja, okay, das war gar nicht so richtig ein Level-Up, aber er wollte wahrscheinlich seine Hexe leveln, der gute Legatus. Wie sieht's bei der Chaos-Seite aus? Wir haben hier Klaue auf dem Rotter, wir haben einen Block auf dem Rotter, ich glaube, das ist sinnvoller als die Klaue. Aber okay, okay, der erste Blitz auf den Garder, definitiv sinnvoll, und der ist verletzt, das könnte jetzt sogar gewürfelt werden. Und es wird gewürfelt. Und Legatus hat Glück, richtig schnell, richtig viele Verletzte hier auf dem Spielfeld. Zweiter Zug, schon zweiter Casualty. Und meiner Meinung nach ist es eine gute Entscheidung, hier diesen Garder der Dunkelelfen zu blocken. Dadurch können die Chaos-Yogis hier ihre überlegene Stärke noch besser ausspielen. Als, ja, sowieso schon. Vielleicht würde ich hier diesen Reaper, der Lacker-Spieler, noch ein Feld weiter nach vorne stellen. Und ich wäre mit der Chaosbrut hier eigentlich gesagt noch hinterhergegangen. Denn die hat ja ihre Tentakeln, mit denen sie verhindert, dass Gegner flüchten können vor ihr. Aber ich meine immerhin, hier ist ein Döderlos Lineman gerade ziemlich in der Bredouille. Auf der anderen Seite hier ein Lineman noch in der Gegenwart der Chaosbrut. Und Legatus scheint sich erstmal hier auf die linke Seite konzentrieren zu wollen. Möglicherweise möchte ich hier sogar diesen Nörgelkrieger surfen, so wie es aussieht. Nein, er hat die Hexe für was anderes eingesetzt. Legatus hat ja seine Hexe relativ spät gekauft.
Ja, der erstmal ein Team ohne Hexe dabei, also nur mit vielen Blitzen und so Kram. Und ein erfolgreicher Block. Ja, wenn er Lust gehabt hätte, hätte er das vielleicht... Oh, Piling On. Das ist ja klasse, die Animation habe ich noch nie gesehen von den Dunkelelfen. Wow. Tja, so macht man Verwundungswürfe. Ich wünschte, ich hätte das mal mit meiner Kettensäge, mit meinem Kack-Go-Team und den dummen Trollen. Aber das ist mir nicht vergönnt. Naja, oh, und ein Dodge geht daneben, die 2 Plus ist in die Hose gegangen und ein Stun, ein weiterer Armor Break. Döderlos ist gestunt und jetzt ist Gamestar wieder dran mit seinen Chaos-Truppen und er muss auf jeden Fall seine linke Seite hier ein kleines bisschen verstärken. Dodge rettet den einen Elfen. Was macht die Hölle? Das Bad Beast 1, 2, 3, 4. Tatsächlich kann er, wenn er will, sogar auf Kontakt mit der Hexe gehen. 1, 2, 3, 4. Und das würde ich machen. Das sind 4 Felder, aber nicht mal going for it. 1, 2, 3, 4. Er kann sich sogar hier daneben stellen. Das ist ideal. Und wahrscheinlich macht er es jetzt auch. 2, 3, 4. Ich hätte mich sogar eher hier reingestellt. In die Gegenwart dieses Lineman. Das muss er jetzt auf das Beast auf Nurgle sollte er jetzt auch noch absichern. Und das macht er jetzt auch mit seinem Nurgle-Krieger und seinem Rotter. Das heißt, die Hexe muss gegen die Stärke des Beasts of Nurgle würfeln, um von den Tentakeln wegzukommen. Ja, es ist schon eher unwahrscheinlich. Also nicht unmöglich, klar. Aber eine gute Aktion hier auf der Seite von Gamestar Legatus so in die Bredouille zu bringen. Aber es sieht so aus, als möchte Legatus das Beast wegbekommen. Er hat seinen zweiten Garder vorbereitet. Jetzt kommt wahrscheinlich der Blitz aus Beast of Nurgle. 1, 2, 3. Jetzt müsste er eigentlich genug Stärke haben mit einem Dodge. Trotzdem riskant. Oh, der Going Fold ging daneben. Der muss gerollt werden. Und Block ist mal wieder megamäßig OP. Oh, meine Güte, Piling On. Die Animation sieht echt gut aus, muss ich sagen. Matrix-Style, aber nicht erfolgreich. Gut, es gab schon einige Armor Breaks in diesem Spiel, also. Oh, meine Güte, und der Dodge ging auch nicht gut. Eine weitere 1. Es läuft sogar mit Reroll diesmal. Dodges hier für die Elfen nur so mäßig erfolgreich. Und wenn ich mir das so ansehe, ziemlich eine ganz gute Situation hier für GameStop. Also, ja, die Dunkelelfen zurückgetrieben, was jetzt nicht so extrem schlimm für sie ist, denn die sind relativ schnell, relativ beweglich, aber, beziehungsweise, sie sind zwar schnell und sie sind vor allem beweglich. Sie sind nicht das schnellste aller Teams. Also, da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Deswegen können sie sich nicht ganz so weit von der Mittellinie nach hinten zurückziehen und dann trotzdem noch in ein paar Zügen scoren. Aber ihre Geschicklichkeit macht ihnen natürlich auch wieder die Ballübergabe und den Pass etwas einfacher als anderen Teams. Wie den Robos zum Beispiel. Nun, die Dunkelelfen sind eindeutig unter Druck und werden jetzt sogar auch noch krass gefoult. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt unbedingt hier ohne Support den Typen gefoult hätte, aber es hatte keine Konsequenz. Und erneut Block mal wieder OP und bringt was für die Elfen. Zum zweiten Mal legen die Tentakeln zu und halten unseren Elfen auch fest. Was sehen wir jetzt hier? Hier wird möglicherweise ein Block auf den Chaoskrieger vorbereitet, ein Blitz, aber da muss auf jeden Fall noch ein Dodge kommen. Nein, er dodgt einfach heraus. Und jetzt kommt der Blitz auf den Chaoskrieger. Ja, Block hat sich mal wieder ausgezahlt. Springt er wieder drauf? Er springt wieder drauf. Legatus, ähnlich wie mit seinen Waldelfen, hat er Lust Schaden zu machen. Aber es funktioniert nicht gut. Er hat auch eine 10 plus gebraucht, um die Rüstung dieses Chaoskriegers zu durchbrechen. Insofern, ja, oder 9 plus mit Mighty Blow. Aber muss ich schon sagen, die Dunkelelfen schon eher defensiv aufgestellt. Aber sie bereiten gerade hier oben einen Seitenwechsel vor. Und opfern möglicherweise die Dunkelelfen, die hier gerade am Rand stehen.
Das Beast of Nurgle 1, 2, 3, 4. Könnte vielleicht sogar mit dem Gore gefault. Oder wenn dieser Lineman hier nachher weggeblockt wird. Wenn der weggeblitzt wird, der Lineman. Oh meine Güte. Schaden wird gemacht. Aber keine Verletzung, keine Chaos. Wenn der weggeblockt wird, 1, 2, 3. Naja, geht nicht. Okay, Blitz mit dem Beast. 1, 2. Das heißt, er macht riskiert einen Going for it. Und es ist zwar nur ein Schubser, aber für das Beast of Nurgle ist das durchaus ausreichend. Wo geht der Chaoskrieger hin? Direkt in Kontakt mit der Hexe. Oh, und da ist der Einwürfelblock. Oh, Einwürfelblock, Reroll in den Totenkopf und K.O. Und das war jetzt tatsächlich richtig, richtig relevant. Denn Joe, der verweste Rotter, hat als einziger Spieler des Chaos noch das rechte Spielfeld, die rechte Seite der Nörgler bedroht. Und der ist jetzt vollkommen frei, das heißt, das ermöglicht es hier, jetzt hier unter Umständen einen ausgezeichneten Flankenwechsel. Für die Dunkelelfen, das Chaos wird nicht hinterherkommen. Der einzige Spieler, der halbwegs beweglich ist, ist der Pestigor da. Und das war's. Das heißt, wenn die das Ausweichen, beziehungsweise das Wegschieben des Beast of Nurgle jetzt funktioniert, dann glaube ich, gibt's fast nichts mehr, was die Dunkelelfen noch... Foul Appearance in Reroll und in den Totenkopf! Wow. Okay, okay. Wenn das funktioniert hätte... Und die Wahrscheinlichkeit war jetzt nicht so super gering, der Lineman hatte ja Wrestle. Und Schubser hätte ja auch gereicht. Ha. Wenn das funktioniert hätte, wären die Dunkelelfen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier rechts ein Spieler zur Absicherung, die wären durch gewesen. Aber diese unglückliche, naja, das heißt ja das Risiko, das Legatus eingehen musste durch den einen Würfelwurf. Und Foul Appearance hat sich tatsächlich hier gelohnt. Waren genug, um die Dunkelelfen hier in unglaubliche Bedrängnis zu bringen, und das könnte tatsächlich bedeuten, dass der Score nicht funktionieren wird. Also seien wir ehrlich, es geht natürlich immer noch. Wir haben hier einen Dödalus-Lineman, die hat auch noch Geschicklichkeit 4 und es gibt noch 3 Züge für die Dunkelelfen, das ist noch nichts verloren, aber vor allem, weil das Chaos schon ziemlich verteilt steht und die Tentakel immer noch an der Hexe dranhängen. Dodge hat die Hexe gerettet. Eben auch ein super guter Skill. Oh, sogar ein 2 Going Forwards, um die Hexe so richtig einzukasteln. Und noch ein Foul dazu auf den Garder. GameStop hier sehr, sehr foulfreudig. Das gefällt Legatus normalerweise sehr, genau wie Redo. Oh, diesmal sogar Erfolg gehabt. Mal sehen, was der Verletzungswurf sagt. Keine großartigen Effekte. Da haben Dunkelelfen wirklich noch Glück im Unglück. Oh, und da geht der Going Forward schief. Sehr viele Going Forwards riskiert, um hier diesen Chaoskrieger wegzublocken, damit er die Hexe rausschieben kann. Und es funktioniert. Die Hexe ist frei. Auch ein Fehler, den ich immer mal wieder mache, dass ich meine Truppen zu, mein Team zu eng aneinander stelle. Und jetzt gibt's den Handover. Klar, jetzt gibt's den Handover und die, der muss, nein, war er da nicht. Es gibt da nicht den Handover. Er will mit der Hexe den Touchdown machen. Ja, und jetzt ist er den Nörglern weggelahnt. Da gibt's eigentlich so gut wie nichts mehr zu tun für das Team Nurgle, oder? Nee. Das war's eigentlich. Eigentlich muss er hier blitzen. Auf den Lineman, um wenigstens noch an die Hexe ranzukommen. Aber abgesehen davon ist es jetzt aus. Oh, und er hat gedodged. Einfach nur gedodged. 4 plus Reroll. Hat nicht funktioniert. Und das war's. Touchdown für die Dunkelelfen. Gerade noch gerettet. Die Geschicklichkeit hat die Dunkelelfen hier davor gerettet, da auch noch in die Hose gegangen, in die Hose zu gehen, beziehungsweise vor allem dieser Push, die Schubsung raus aus der Greifreichweite des Nurglebeasts. Ja, passiert mir auch immer wieder, dass ich mich so aufstelle, dass ich dann anschließend, irgendwie so ein Push, Chain Push möglich wird, der mich in eine schlechte Situation bringt.
Gut, das heißt, für das Chaos bleibt jetzt nichts anderes übrig, als im nächsten Zug so viel Schaden zu machen wie möglich. Und das werden wir jetzt auch sehen. Dann wird es hier... Oh. Also die Dunkelelfen und ihre Armor Breaks. Verhältnismäßig haben die Dunkelelfen echt viele Armor Breaks bekommen im Vergleich zum Chaos. Die ja viel höhere Rüstung haben im Großen und Ganzen. Und nochmal ein 2-Würfel-Block. Legatus nutzt hier alle seine Möglichkeiten, um so viele Blocks wie möglich zu bekommen. Und off down! So OP. Der Block-Skill. Das heißt, es gibt eigentlich nur einen Blitz und einen Block. Ah, oh, das ist auch noch ein Schubser. Den rerollt er, weil er hat jetzt eh nichts mehr zu verlieren. Und da kommt nochmal eine Verletzung. Claw und Mighty Blow. Haben die was gebracht? Mit 10 beim Rüstungswurf hat nichts gebracht. Immerhin, er hat das Elfenteam ein wenig reduziert, aber guckt euch mal das hier an, was zur Hölle ist das denn? 3, 4 Spieler vom von Nurgle draußen, im Gegensatz zu 2, beziehungsweise vielleicht 3, wenn der Apotheker nicht funktioniert hätte. Schon ziemlich glückliche Runde, was das angeht für Legatus. Nymphemanin macht den Touchdown, damit sollte sie auch den Level-Up haben. Und alle Knockouts stehen wieder auf. Immerhin ein bisschen vorteilhaft, das ist immerhin eine gute Sache. Dass mir bei den Gobbos ist mir das nicht passiert, da bleiben alle 3 oder 4 K.O.s gerne liegen. Chaos hier unter der Führung von GameSub. Boah, ist eigentlich spät hier. Fast schon Mitternacht an einem Arbeitstag, aber ich wollte mir auch noch eine Runde Blood Bowl reinziehen und für euch kommentieren. Ja, hier bleibt für GameStop eigentlich fast nichts anderes übrig, als maximalen Schaden zu machen. Vielleicht kann er einen Spieler... Na, er hat eigentlich nur hier den Pestigor, der vielleicht noch einen Touchdown machen kann im Falle eines Rides. 2-4-6, ja. Wenn er ganz an einem... Das ist schon unwahrscheinlich. Ich würde wahrscheinlich auch eher auf Schaden machen gehen. Er hat ja auch eine Bribe. Die habe ich vorher ganz vergessen. Deswegen fault er auch die ganze Zeit so rum. Und deswegen... Definitiv sinnvoll, die ganze Zeit zu fahren. Boah. Doppelter Toten und schon wieder ein Armor Break für Legatus. Ungeheuerlich. Ungeheuerlich. Wow, also Katastrophe hier. Und der ist auch noch liegen geblieben, oder? Ich habe es jetzt gerade weggeklickt. Ja, ein Chaoskrieger weniger für Team Nurgle. Das heißt, die Dunkelelfen haben genauso viele Spieler wie Team Nurgle. Ach, das ist bitter. Das ist bitter und das wird jetzt ziemlich hart für die Nurgle hier. Sie haben auch gar keinen Tackle, so wie ich das sehe. Ist halt auch recht ungeschickt. Block-Skills sind auch kaum vorhanden. Ich glaube, das könnte schwierig werden. Für die Nörgler. Wir sind gespannt. Immerhin, extra Reroll und Touchback. Ball für Pestigor. Hätte vielleicht sogar einen Chaoskrieger zum Spaß geben können. Die Blocks beginnen, diesmal keine Doppelschädel, sondern Pow. Aber die Rüstung hält. Die Rüstung hält. Diesmal, ein toter Elf. Der würde natürlich nicht apothekern, weil er hat keinen mehr. Und selbst Van hätte wichtigere Spieler als ihn hier. Block mit Klaue. Er wird mit einem Pau belohnt.
Und damit ist die Zahl der Dunkelelfen wieder etwas reduziert worden. Hier sehen wir wahrscheinlich noch einen Foul. Auf den wohl sehen wir einen Foul auf den Loner. Man weiß es nicht mal sehen. Hm. Okay. Da waren jetzt eine ganze Menge Armor Breaks, die die Statistik wieder in die andere Richtung ziehen. Wir werden sehen, bestimmt einen Foul irgendwo. Nein, er verzichtet auf einen Foul. Naja, er hätte es eigentlich machen können. Oder? Mit dem hier. 1, 2, 3, 4, 5. Hätte er noch drauf treten können hier auf den, aber es ist nur ein Lineman. Insofern kann ich vielleicht verstehen, warum er da nicht unbedingt drauf treten wollte in diesem Zug. Ja, was macht Legatus jetzt? An sich muss er defensiv spielen. Er versucht den einzigen Gegner zu blitzen, den er blitzen kann mit dem Zwei-Würfel-Block. Und zieht sich anschließend wieder zurück. Soweit. So normal und erwartet. Auf der anderen Seite sehen wir einen Mighty Blow Claw Blitz von einem Ludwig, der Just for Funner. Josix, der Papagei, Matthias, Ian Wut im Brand, Lord Salvio, Scolio, Joe der Verweste, Franogord, Reaper der Lacker. Warum bin ich nicht dabei? Naja, ist okay. Ich werde wahrscheinlich nur sterben. Ja, recht ereignisreich. Oh, da kommt er. Jetzt kommt endlich der. Ist faul. Wir sind gespannt. Erneut ereignislos, diese Fouls. Wirklich nicht sehr viele Effekte dafür, dass da unglaublich viele gekommen sind. Okay. Das ist natürlich sehr interessant. Sisyphus ist von den Tentakeln gefangen worden. Kriegt im nächsten Zug einen kostenlosen Mighty Block Claw Block ab. Und Block OP auf beiden Seiten hält Joe den Verwesten auf den Füßen. Und damit hängt auch dieser Blitzer fest. Mit einem potenziellen Zwei-Würfel-Block. Der Loner würde ausweichen. Das ist auch passiert. Ja, gut, Lodger. Und Tentakel wurde bestanden, so wie es aussieht. Aber der Dodge ist fehlgeschlagen. Ein weiterer Dunkelelf liegt am Boden und Nörgel ist gerade doch ganz gut in der Lage, sich durchzuschlagen. Auch die Blockwürfel sind gar nicht mal übel. Block auf Sisyphos, schiebt ihn nach rechts, damit er weiterhin in Kontakt mit dem Beast of Nurgle bleibt. Das Beast of Nurgle könnte jetzt an sich sogar blitzen und sich hier den Polypen Garda holen. Und wäre dann immer noch in Kontakt mit beiden der Linemen, die hier auf dem Boden liegen. Hier wird ein Cage aufgebaut. Jonas der Attraktive. Nein, nicht Jonas der Attraktive bewegt sich, sondern Reaper der Lacker. Stattdessen bisschen konservatives Spiel. Er scheint nicht ganz so viel Bewegung nach vorne gewinnen zu wollen. Und er hat noch gar nicht geblitzt, oder? Er hat noch gar nicht geblitzt. Oder? Doch, stimmt. Oder? Er hat vorhin geblitzt. Ich habe es jetzt gerade ein bisschen verpeilt. Sorry, Leute. Oder doch nicht? Nee, da war kein Blitz in diesem Zug. Interessant. Hätte er eigentlich noch mit dem Beast of Nurgle machen können. Nun gut, Beast of Nurgle jetzt in Kontakt mit 1, 2, 3, 4, 5 Dunkelelfen-Spieler. Okay, mach jetzt den Block. Ein Würfel, Totenschädel. Reroll in den Schubser. Reicht ihm erstmal, aber so richtig toll ist es nicht, weil er ist immer noch mit zwei Dunkelelfen in Kontakt. Drei eigentlich, der Mund war auch noch. Und Tentakel haben ihn festgehalten, Doppel-1. Ein Glück, dass er nichts anderes gemacht hat. Und GameSub freut sich natürlich, dass er nicht die Doppel-1 bekommen hat. Interessant, er schließt hier den Cage. Erstmal offen, um sicher zu gehen vermutlich. Schiebt einen Dunkelelfen zu sich, zum Cage rein. Das kann natürlich in die Hose gehen. Schubst in die andere Richtung. Weitere Spieler bei den Tentakeln oder erneut bei den Tentakeln. Und eine Tentakel auf den Dunkelelfen. Endlich hat mal was wieder funktioniert, aber kein Schaden. Boah, alle sind bei den Tentakeln. Unglaublich. Alle lieben Tentakeln, so wie es aussieht. Pau, erfolgreich. Und erneut ein Armor Break, aber nur ein Stun. Das ist ein ziemlich gemetzeltes, typisches Nurgle-Spiel natürlich. Sie können jetzt nicht super gut ausweichen und machen sich einfach auf den Weg nach vorne und versuchen sich durch den Gegner durchzuschlagen. Es ist hier eine Möglichkeit, den Ballträger zu blitzen. Da immer noch. Ah, okay, aber er macht hier den Cage zu. Oh. Okay, weiß noch nicht so ganz genau, wo er hingehen möchte. Ich
denke, die Position ist gar nicht mal so schlecht, auch wenn sie angreifbar ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Foul Appearance. Das, da muss schon sagen, Foul Appearance, Tentakel und Dots waren hier nicht so richtig auf der Seite der... auf der Seite der Dunkelelfen. Ihre Rüstungswürfe waren relativ gut, denke ich, aber ihre Dodges, die waren... Na, wir müssen mal die Statistik nachher sehen, ob das auch tatsächlich so ist. Und er nimmt den Block auf den Ballträger. Ein Würfelblock-Erfolg. Der Block-Skill ist eben doch OP, Leute. Oh. Oh, wo geht denn der Ball hin? Oh, meine Güte, sowas ähnliches hatte ich mit den Gobos auch. Da hat dann ausgerechnet der einzige gegnerische Waldelfenspieler, der den Ball noch haben konnte und noch Bewegung übrig hatte, nach 5 Scattern vom Ball den Ball in die Hand bekommen. Aber hier hat GameSub deutlich mehr Glück. Nichtsdestotrotz, der Ball steht immer noch halbwegs gefährlich. GameSub sichert den Ball zuerst ab. Kluge Entscheidung, aber mittlerweile wird es wohl eher wahrscheinlich, dass es ein Unentschieden wird. Die Runde, es sei denn, ja, weil es jetzt unwahrscheinlich, dass das ganze Team von Legatus noch niedergemacht wird. Gutes Aufsammeln, sehr erfolgreich. Oh nein, das Beast of Nurgle ist dumm. Das muss zugeben, es hat es, glaube ich, bisher das einzige Mal, dass es dumm gewesen ist. Insofern ein sehr glückliches Beast of Nurgle. Ein Blitz auf den Ballträger hier ist erneut möglich. Und Legatus nimmt ihn. Ein Würfel. Diesmal auf beiden Seiten Block und Reroll. Und hier hat Legatus Glück. Das wäre mir nicht passiert. Bei mir, ich hätte mit... auf der anderen Seite Glück für GameSub, dass sein anderer Rotter direkt wieder den Ball auf eine 4 gefangen hat. Läuft hier. Läuft hier, muss ich sagen. Und der Rotter hat eine Agilität von 3. Das heißt, er kann einfach hier raus dodgen. Das ist wahrscheinlich sogar die... da kommt der Totenkopf. Ein Würfelblock wird bestraft. Das war bei meinem Spiel, als ich mit den Gobos gespielt habe. Und mein Gegner immer diese Einwürfel geworfen hat, nie so. Schade eigentlich. Aber mein Gobo-Team bringt mir wirklich nichts als Unglück. Das ist wirklich unglaublich. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, Spaß zu haben, wenn... ja, wenn halt gar nichts funktioniert. Aber okay. Ich würde mal sagen, die beste Wahrscheinlichkeit oder die... das beste Spiel ist wahrscheinlich raus zu dodgen mit Reroll. Aber das Beast of Nurgle würde ich vorher schon aktivieren. Er könnte sich auch rausblitzen, aber er entscheidet sich für den Dodge und er hat Erfolg. Und damit steht er jetzt doch relativ weit weg vom Rest der Elfenschaft. Und kann auch weitere Chaoskrieger in Verteidigungsposition bringen. Und wenn das Beast of Nurgle nachher noch klug wird... oh, es wird nicht mehr klug. Also beziehungsweise es wird nur noch auf eine 4 plus klug. Und den Chaoskrieger würde ich bestimmt eher hier irgendwo... er stellt es rechts hin. Warum hat er es rechts hingestellt? Wegen dem Wrestler. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Okay, mit 2 Going Forwards hätte ich hier einen Einwürfelblock mit Wrestler machen können. Wenn er den Lineman noch rausgedodged hätte, wäre es ein Zweiwürfelblock gewesen. Aber hier, okay, der Lineman kommt nicht ran. Insofern auf jeden Fall die beste, gute Entscheidung, diesen Nurgle-Krieger hier rechts hinzustellen. Und sogar das Biest ist klug. Und damit ist es eigentlich un... oh, was ist das denn hier? Ein Foul mit dem Beast of Nurgle. Und auch noch eine Verletzung. Aber das Beast of Nurgle ist weg. Beziehungsweise nein, er hat ja noch eine Bribe. Und sie hat funktioniert. Ich habe noch nie einen Foul mit dem Beast of Nurgle gesehen. Legatus wird es bestimmt feiern. Genau wie Redo und Reaper. Und vor allem Alien Hunter. Oh, Doppelskull. Läuft hier nicht gerade gut. Mit diesem Wurf für die Dunkelelfen. Auf der anderen Seite hätten sie auch keine andere Chance gehabt, momentan an den Ball ranzukommen. Und damit ist der Touchdown für unseren guten GameSub und seinen Nörgler eigentlich gesichert. Was um alles in der Welt ist das denn für eine Kackaktion hier? Ach du Scheiße. Das ist ja richtig eine Hamster-Level-Aktion.
Er wollte den Ball passen auf Reaper, den Lacker. Das war aber nicht so glücklich. Okay, er hat noch zwei Rerolls, aber... Oh, meine Güte, ein Doppel! Okay, das war natürlich echt ärgerlich. Zweimal Double Skulls hintereinander von Legatus, das war sehr unglücklich. Ich hätte es aber nicht so gemacht, aber okay. Und nochmal Going for it! Das war schon gierig hier am Ende von GameSub. Das war schon ziemlich gierig. Hätte auch durchaus bestraft werden können. Und er kotzt zur Feier des Tages ein bisschen durch die Gegend. Alles klar. Ich glaube, ich habe noch nie einen Rutter-Touchdown gesehen. Wir sehen hier viel, viel Neues in diesem Spielchen. Und damit geht die Runde 1:1 aus. Es sei denn, sogar der Chaoskrieger kommt zurück. Drei Dunkelelfen verletzt oder tot. Man muss schon sagen, es hätte noch schlimmer kommen können, so viele Treffer, wie der Gabus abbekommen hat. Jedenfalls glaube ich das. Aber die Statistik kann ja durchaus täuschen. Ein Zug für Legatus, wenn es einen Riot gibt und er kriegt einen extra Zug. Ist da noch was dran? Ist da noch was drin für ihn? Ansonsten würde ich sagen, ist das Ding hier gelaufen. Ja, beide Guarder sind weg. Immerhin, der Guarder mit Block und Dodge wird auch das nächste Spiel nicht dabei sein. Toll für die Gobos, die als nächstes gegen Legatus antreten. Nicht, dass die Gobos und ihre dummen Trolle jemals irgendeine gute Aktion durchführen würden. Insofern, alles okay. Kein Stress. Und die Hexe ist gestunt. Chaoskrieg auch und ein anderer Dunkelelf. Insofern war es das. Dunkelelfen können keinen Touchdown mehr machen. Werden jetzt noch ein bisschen rumtreten, vielleicht auf dem Beast of Nurgle. Wir werden sehen. Er wird es auf jeden Fall blocken. Oh, er macht es sogar mit Mighty Blow Piling On. Ergibt natürlich Sinn. Er hat allerdings keinen Erfolg. Wird wahrscheinlich noch einen Folgeblock durchführen. Ich wäre sogar hinterhergegangen. Warum geht er nicht hinterher für einen extra Support? Eine neue 1. Tja. Und damit geht diese Runde der Dunkelelfen gegen die Nörgler 1:1 aus. Mit einem Toten auf beiden Seiten. Und wie sieht's mit den Statistiken so aus? SPP-mäßig nichts Überragendes von den Würfeln her. Haben die Nuffles Blood Bowler von GameSub hier schon eine Menge Sechsen geworfen. Mal sehen, ob sie auch in den richtigen Würfel gegangen sind. Really Stupid war, ach, also mir kommt das vor mit meinen Trollen, dass so eine richtig durchschnittliche Wahrscheinlichkeit von Really Stupid unglaublich glücklich ist, weil bei mir sind ja die Trolle wirklich in 50-60% der Fälle dumm. Also es ist unglaublich, ist ja alles da im Video. Unglaublich. Rüstungswürfe waren, ehrlich gesagt, schon ziemlich schlecht. Dafür, dass da so viele Chaos-Leute dabei gewesen sind, mit hoher Rüstung. Verletzungswürfe vermutlich in Ordnung. Wake-ups okay. Going forwards waren glücklich mit 7, die alle funktioniert hatten. Und ansonsten, jetzt ehrlich gesagt, hier in den Würfen, abgesehen, dass die Rüstungswürfe recht schlecht waren, nichts Überragendes. Wie sieht's aus bei Inmoratis Mystic Murderous? Foul Appearance war ein bisschen schlechter als durchschnittlich. Dreimal hat es schief gegangen, insofern normal. Die Rüstungswürfel waren auch eher ein bisschen schlecht. 62% ist das so, wenn man Claw hat, dass das reduziert wird. Aber ja, war jetzt nicht super gut. Eher so ein bisschen unterdurchschnittlich. Die Dodges waren mit 78%. Oh, nicht so super die Dodges. Going Folds waren okay. Die Injuries waren auch nicht so gut. Das ist dann am Ende noch reingekommen, mit den ganzen Verletzungen. Wake-Ups waren nicht so super. Tentakel war auch nicht so super. Gut, Pickups waren eh nur 3 und Casualties 6 Würfel, aber war nicht so super gut. Oh, 40 Einsen. Jo.
War nicht so gut für Legatus hier in der Runde. Was mit den Block Dice? Nur 3 Paus. Jo. Alles klar. Das war nicht die beste Runde, die Legatus von den Würfeln her hatte. Vor allem die Doppeltotenköpfe, die ganz am Ende noch mehrmals gekommen sind, die waren schon ganz schön unangenehm. Vor allem nochmal zweiter Doppeltotenkopf. Auch mit der Hexe, warum ist der eigentlich nicht da? Der müsste doch auch irgendwann da aufgetreten sein, aber egal. Ja, war jetzt nicht super glücklich für Legatus, eher etwas unglücklich. Auf der Seite von Nuffles Blood Bowler waren es eher durchschnittliche Würfel mit ein bisschen glücklichen Paus und so insofern. Ja, ist es an sich noch gut für Legatus gewesen, dass er hier in 1:1 rausholen konnte. Er hat sogar den MVP mit seinem Mini-Taurus bekommen. Also sehr, sehr passend, sehr, sehr sinnvoller und wertvoller Spieler. Der wird vielleicht Jump-Up bekommen als seinen nächsten Skill. Dann wird er noch gefährlicher. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei Legatus und GameSub für diese Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like und Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal.